Ich habe vorhin schon die Regel genannt für unsere Diskussion. Wer etwas fragen, etwas sagen möchte, der möge oder die möge sich bitte hinter dieses Mikrofon da in der Mitte stellen. Wenn Sie sich daran halten, dass das nicht zu lange Beiträge Ihrerseits und Fragen sind und Heinz Klippert sich daran hält, seine Antworten auch nicht zu lange zu haben, dass wir dann eine lebendige Diskussion zusammenkriegen. Also, jetzt wollen wir anfangen. Wer möchte mit Diskussion beginnen? Wir sind uns vielleicht relativ einig darüber, dass Russland unheimlich geduldig ist. Welche pazifistische Antwort hätte es gegeben auf diese doch nicht ganz freundliche Annäherung der NATO an die Grenzen von Russland? Welche Alternative hätte es gegeben zu diesem Krieg? Diese NATO-Osterweiterung war ja schon lange Thema. Wenn ich das aus russischer Sicht betrachte, gab es Versuche, sozusagen das Ganze jetzt gewaltfrei bzw. ohne militärischen Einsatz von der Bühne zu kriegen. Putin hat noch im Dezember 2021 ein Gesprächsangebot gemacht. Das war sozusagen der letzte Zeitpunkt, da waren die entsprechenden Truppen da schon aufmarschiert. Als Drohkulisse, nach meiner Ansicht, ging es in erster Linie darum, dem Westen zu drohen, dass sie jetzt endlich das Gespräch zulassen oder aufnehmen. Das ist auch gescheitert. Und dann, ja, war er in einer Situation, in der er entscheiden musste, ob er sozusagen jetzt militärisch den nächsten Schritt geht oder nicht. Hätte er zurückgezogen, hätte der Westen triumphiert, so nach dem Motto, der ist schwach und traut sich nicht und wie auch immer. Ich halte es für fatal, dass er sich hat provozieren lassen, um das deutlich zu machen. Es war mit pazifistischen Mitteln in dieser zugespitzten Situation sicherlich nicht mehr viel zu machen. Aber im Vorfeld gab es genügend Gelegenheiten, diesen Konflikt zu entschärfen, ohne dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen musste. Zu den Amerikanern noch vielleicht ein Wort. Sie haben das vorhin angesprochen. Es gibt ja die sogenannte Monroe-Doktrin, die bis heute gilt und die vorsieht, dass im Umfeld Amerikas, also Mittelamerika, Südamerika mit eingeschlossen, fremde Mächte, das waren seinerzeit die Kolonialmächte, keine Waffen stationieren müssen. Also die Kuba-Krise damals hatte ja schon damit zu tun, dass sich die USA auf diese Monroe-Doktrin beriefen. Wenn Russland das machen würde, hätten sie sich schon viel eher Einwände bringen müssen bei dieser NATO-Osterweiterung. Kuba beispielsweise liegt etwa 2000 Kilometer von Washington entfernt. Die Grenze der Ukraine zu Russland liegt 500 bis 600 Kilometer von Moskau entfernt. Also insofern ist die Situation dort mittlerweile viel schärfer, als sie seinerzeit in Amerika war. Aber dieses Recht nehmen sich die Amerikaner raus, niemanden in ihrem Umfeld zu dulden, aber bei anderen respektieren sie diesen Sicherheitsanspruch offensichtlich nicht. Reinhold Gottfried aus Baden. Die erste Frage, der Begriff der Kriegsertüchtigung, beinhaltet er auch die Verteidigung? Und die zweite Frage, wie können wir Friedensertüchtigung lernen? Oder wo können wir uns beteiligen? Bei welchen Organisationen? Ich denke, dass Verteidigungsbereitschaft ja auch so etwas wie ziviler Widerstand nachher mit einschließt. Also in dem Augenblick, wo Länder, die da einfallen, dann nachher durch zivilen Widerstand in ihre Schranken verwiesen werden. Und das ist, denke ich, immer auch möglich, werden sie zumindest mal nachdenklich werden. Also so gesehen, diese Verteidigungsaufgabe der Bundeswehr ist ernst zu nehmen. Die Frage ist halt nur, in welcher Form sozusagen unsere Interessen da verteidigt werden sollen. Es gibt ja den Bereich der Erwachsenenbildung von Volkshochschulen über Akademien. Es gibt auch kirchliche Akademien, es gibt Friedensakademien bundesweit verteilt. Also ich kenne jetzt zum Beispiel die Friedensakademie in Freiburg, in Landau gibt es auch eine. Die müssten nach meiner Ansicht viel mehr Veranstaltungen machen, wo diese Meinungsbildung in aller Breite dann auch stattfinden kann und wo sich Menschen dann auch stärken können mit anderen Gleichgesinnten zusammen. Also es geht letztlich darum, dass diejenigen, die das lernen wollen, sich verbinden und verbünden
Und das kann in verschiedenen Bildungseinrichtungen geschehen. Also meine Hauptdomäne ist eben der schulische Bereich bis hin zur Oberstufe oder berufsbildenden Bereich. Da haben wir die Möglichkeit, das in organisierter Form hinzukriegen. Dann müsste eben Ethik aufgewertet werden und politische Bildung aufgewertet werden. Das Dilemma, das ich im Augenblick sehe, ist, dass das immer eine Kann-Regelung ist, die dort vorherrscht. Also ein Politiklehrer kann das Thema Frieden und Krieg oder Krieg und Frieden ins Programm nehmen, muss aber nicht. Also die Lehrpläne sind in der Regel so gestrickt, dass sie es letztlich ins Belieben des einzelnen Lehrers stellen, ob er diese Thematik aufgreift und intensiv dafür auch Zeit bereitstellt oder nicht. Aber grundsätzlich ist nach meiner Ansicht die Schule gefordert, vor allen Dingen in den höheren Klassen eben an dieser Bewusstseinsbildung mitzuwirken und da einfach Kontroversen zu eröffnen, also die Kontroversität als Kategorie, als didaktische Kategorie, kann ja nur dann bedeutsam werden, wenn solche Kontroversen auch lebendig stattfinden, also wenn Menschen dann einfach auch in Gruppen miteinander debattieren, unterschiedliche Positionen einnehmen, Pro- und Kontra-Debatten führen und so weiter. Das kann in der Schule sehr wohl organisiert werden und muss organisiert werden. In den außerschulischen Bildungseinrichtungen wünschte ich mir viel mehr Angebote, die denjenigen, die Friedensvorbereitung für sich betreiben wollen, dann auch Möglichkeiten bieten, den eigenen Standpunkt zu klären. Weil eben von Ihnen der Begriff der gewaltfreien Kommunikation verwendet wurde, möchte ich gern mal für diese Methode eine Lanze brechen. Ich habe diese Methode im Rahmen meiner Mediatorenausbildung kennenlernen dürfen, leider viel zu spät in meinem Leben, möchte ich behaupten. Es hätte mein Leben an der einen oder anderen Stelle sicherlich erleichtert, wenn ich sie vorher gekannt hätte. Und ich bin ein riesengroßer Fan dieser Methode, übrigens auch ein Amerikaner, der die begründet hat, Marshall B. Rosenberg. Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat und das notwendige Kleingeld oder sowas, sollte sich solchen Gruppen anschließen, sollte Kurse besuchen. Das ist elementar wichtig und für mich wäre das eine Forderung, das in den Lehrplan der Schulen aufzunehmen. Das sollte ab der ersten Klasse oder wegen mir auch schon im Kindergarten einfach Programm sein, weil das ist eine wahnsinnig hilfreiche Methode. Versetz dich in die Lage des anderen, versuche zu verstehen, was bewegt ihn, warum bewegt ihn das. Er hat Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse und haben wir unterschiedliche Strategien, diese Bedürfnisse zu befriedigen und wie kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner. Ich finde das extrem wichtig und ich fände es wunderbar, wenn das in unsere Lehrpläne aufgenommen würde. Da musst du gar nichts ergänzen, ne? Nein. Nein. Dann die nächste Frage. Das war ja eine Ergänzung. Norbert Arendt ist mein Name. Ich frage mich immer, warum die Friedensbewegung gar keine Rolle mehr spielt. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage habe ich, und das auch an Sie, Herr Müller. Ich bin erstaunt, dass in den Parteien, SPD, CDU, insbesondere Grüne oder FDP, dass man da nur Kriegsbefürworter oder fast ausschließlich Kriegsbefürworter hat. Auch in der Bundesregierung fast ausschließlich Kriegsbefürworter hat. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass da niemand mal denkt, es muss verhandelt werden, Kriege beendet man durch Verhandlungen, nicht durch Siege? Dass die Friedensbewegung so abgetaucht ist, macht mich auch ein bisschen ratlos. Also das gebe ich gerne zu. Meine Erklärung ist, dass viele einfach angesichts dieser Meinungsmanagements, das wir in den Medien haben, sehr verunsichert worden sind. Also viele sind abgetaucht, trauen sich nicht, Gegenpositionen einzunehmen. Selbst im Freundeskreis erlebe ich das immer wieder, dass einfach mit einer gewissen Schmalspurhaltung da aufgewartet wird und Gegeninformationen überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Also hier gibt es so, ja, eine gewisse Unsicherheit oder Verunsicherung und eine gewisse Ratlosigkeit bei vielen Friedensbewegten der Vergangenheit. Meine Hoffnung ist, dass mit
andauernden Kriegsgeschehnissen und diesen ganzen furchtbaren Folgen, die wir mittlerweile also auch wahrnehmen, ohne dass eine andere, bessere Perspektive in Aussicht ist, dass damit die Leute sich wieder ermutigt sehen, ihre Stimme zu erheben. Wir sehen ja mittlerweile, dass bei den Befragungen 50-60% der Bevölkerung mehr Diplomatie sich wünschen. Das war vor einem Jahr völlig anders noch. Also hier gibt es so eine gewisse Kehrtwende. Meine These ist, dass wir sicherlich um die 50% potenzielle Friedensbeseelte in dieser Bevölkerung haben, die aber in hohem Maße abgetaucht sind und zum Teil einfach aufgrund der Propaganda, die betrieben wird, dann auch diese Kriegstreiberei gutheißen gegen diese eigene pazifistische Grundhaltung. Aber je stärker die Trostlosigkeit sozusagen der Kriegstreiberei sichtbar wird, desto größer ist die Chance, dass diese Friedensbewegung wieder belebt wird, wieder erstarkt. Ja, ich muss wohl das oder sollte das zu beantworten versuchen, was zu den Entwicklungen und den Einflüssen auf die Parteien gefragt worden ist. Versetzen Sie sich einfach mal in die Lage derer, die in der Welt das große Sagen haben. Was würden Sie dann machen? Dann würde ich im konkreten Fall an der Stelle der einflussreichen Leute in den USA sagen, wir müssen in allen Ländern, die wichtig sind, in möglichst vielen Ländern versuchen, auf die dortigen meinungsmachenden Institutionen, also auf Parteien und auf Medien, Einfluss nehmen. Und diesen Einfluss gewinnt man dadurch, dass man in den Medien präsent ist, diesen Einfluss gewinnt man dadurch, dass man bei der Personalauswahl und Auswahl der Parteien mitwirkt. Das geschieht selbstverständlich nicht offen, also es gibt keinen offen auftretenden Abgesandten der US-Botschaft in Berlin, der bei der Aufstellung von Kandidaten der Parteien für den Bundestag mitwirkt. Aber Sie können davon ausgehen, dass im Hintergrund viel getan wird. Und so ist es geschehen, dass wir in der SPD jetzt inzwischen einen aus einem Bundeswehrstandort kommenden Vorsitzenden haben mit dem Klingbeil. Wie Pistorius in dieses Amt gekommen ist, das wüsste ich nicht mal nachzuzeichnen. Und dass man Scholz als Bundeskanzler hat, der einiges Unklare in seinem politischen Aufstieg hat und wo es mit Sicherheit eine Reihe von Ansätzen gibt, um ihn zu beeinflussen oder unter Druck zu setzen, das denke ich auch, dass das erkennbar ist. Und so haben wir halt eine Konstellation, bei der dann so jemand wie der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich ein einsamer Rufer in der Wüste ist und nicht mehr von der Mehrheit getragen ist. Er ist darin gewählt in dieses Amt, aber er ist nicht mehr ideologisch getragen von der Mehrheit der Mitglieder. Das ist nun mal so. Und das ist bei den Grünen, da können Sie das ganz genauso beobachten. Da ist es in gleicher Weise gelaufen. Da brauchen Sie nur mal die Geschichte von Joschka Fischer nachzuvollziehen, dann werden Sie entdecken, wie die Einflüsse laufen auf die wichtigen Leute in diesen Parteien. Ich habe das in meiner Zeit als Abgeordneter schon erlebt. Da gab es einen Abgeordneten in der SPD-Fraktion, der aus Worms kam damals und der immer in solchen internationalen Tagungen war. Und damals gab es ja noch keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, das war 1987 bis 1994, also da gab es dieses noch nicht, diese Auslandseinsätze. Aber dieser Kollege aus Worms, Florian Gerster, kam jedes Mal ganz oft in der Fraktion wieder. Und ich sage euch, ich war jetzt da auf einer Tagung und die Genossen in den anderen Ländern, die verstehen es nicht, dass wir Deutschland nicht bereit sind, unsere Verantwortung in der Welt auch militärisch wahrzunehmen. So wurde das eingeträufelt in die Meinungsbildung der SPD-Fraktion. Und wir haben heute ja
das Gegenteil dessen an Abstinenz, was wir Gegenteil dessen, nämlich die Abstinenz, die wir früher hatten. Eine nicht ganz ausreichende Antwort, das weiß ich, aber so genau ist es ja auch schwer zu ergründen, wie das läuft. Meine persönliche Frage an Sie beide, wie Sie darüber denken, dass es vielleicht doch einen größeren Plan darüber gibt, dass sich einige Leute, lass sie Eliten nennen oder wie auch immer, die daran eben Vorteile oder auch Geld haben, doch den Krieg planen oder einen Krieg planen und dass das, was wir jetzt gerade erleben, eben diese Voraussetzung ist und vielleicht nur irgendein Ereignis, irgendein schwarzer Schwan, der dann wieder auftaucht, dieses Ganze dann diesem Plan oder das in, ja, auslöst sozusagen. Das würde mich mal von Ihnen beiden vielleicht interessieren, wie Sie persönlich darüber denken, ob das jetzt eine reine These ist oder ob das auch wirklich denkbar ist. Dass es Kräfte im Hintergrund gibt, die politischen Entscheidungen beeinflussen, ist bekannt. Es gibt Thinktanks, es gibt sehr reiche Leute, die eine Menge Geld investieren in politisches Meinungsmanagement. Wenn Sie sehen, Walter Lippmann, das ist ein amerikanischer Psychologe gewesen, der seinerzeit diese Strategie des Meinungsmanagements grundgelegt hat, im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, als die amerikanische Bevölkerung eigentlich nicht wollte, dass Amerika einsteigt, aber die bestimmte Kräfte, sage ich mal, in der Wirtschaft und auch in der Politik wollten dieses. Und jetzt ging es darum, die Bevölkerung entsprechend zu beeinflussen. Und da sind also ganz subtile psychologische Methoden getestet worden und entwickelt worden. Es wurden die Deutschen mit der Pickelhaube gezeichnet. Es wurden ganz schlimme Filme gemacht in Hollywood damals, die gegen Deutschland gerichtet waren und auch sozusagen Karikaturen des böswilligen, niederträchtigen Deutschen gezeichnet haben. Also das ist Propaganda auf der einen Seite, das ist aber auch sehr subtiles Meinungsmanagement auf der anderen Seite. Walter Lippmann ist der Begründer, glauben Sie nur nicht, dass das aufgehört hat, nachdem der schließlich verstorben ist, sondern das ist in ja, zugespitzter Form bis heute der Fall. Wenn Sie das Buch von Günter Verheugen und Petra Erler lesen, die haben dieses Russland-Bashing, das ja auch Teil dieser Diskreditierungsstrategie ist, mal so auf den Punkt gebracht. Russen, ich zitiere jetzt, Russen und deren Führungskader gelten nach westlicher Lesart als gewalttätig und von niedersten Mordinstinkten geleitet. Sie seien paranoid, psychopathisch, von dunklen Mächten getrieben, keiner Ratio fähig und alle lügen. Das ist sozusagen dieses Bild. Putin wird wahlweise oder abwechselnd als Ivan der Schreckliche, Stalin, Hitler oder der Teufel in Menschengestalt gebrandmarkt. Also da sehen Sie, wie sozusagen in karikaturhafter Form andere Völker, andere Führungspersonen auch diskreditiert waren. Dahinter steckt durchaus eine Absicht. Es ist nicht auszumachen, welche Thinktanks, ob das nun die Koch-Brüder sind oder ob es andere große Konzerne in Amerika sind, da letztlich dem CIA wieder um die Feder führen, dass die amerikanischen Wahlen in hohem Maße von denen, die in den Hinterzimmern sozusagen die Weichen stellen, beeinflusst werden, ist allseits bekannt. Nur, sie machen sich sehr schnell unbeliebt und werden als Verschwörungstheoretiker dann gebrandmarkt, wenn sie da irgendwelche konkreten Verdachtsmomente äußern. Der generelle Verdacht ist sicherlich mehr als berechtigt, dass es keine Volksdemokratie in Amerika gibt, sondern dass das, was sich auf der politischen Bühne bei der CIA und auch bei den politischen Eliten abspielt, in hohem Maße von der Wall Street und aus den Hinterzimmern der großen Konzerne gelenkt wird. Machen wir uns nicht vor. Die müssen ja auch letztlich die Gelder bereitstellen, damit der Wahlkampf erfolgreich bewältigt werden kann. Und da merken Sie schon, dass das hochgradig selektiv wirkt. Und dass Kennedy umgebracht wurde und andere, das war auch nicht immer nur einzelnen durchgeknallten Personen zuzuordnen, sondern dahinter standen oftmals auch CIA und andere Mächte. Also so gesehen, ein gesundes Misstrauen ist sicherlich angebracht.
Da wollte ich zwischendurch mal Heinz fragen, also was du jetzt schilderst über das Bild von Russland, da muss man sich ja fragen, wie ist es möglich, dass in 23 Jahren das so gedreht worden ist? Also ich erinnere mich noch daran, wie dieser Putin im Deutschen Bundestag sprach am 25. September 2001. Das ist 23 Jahre und ein Monat her. Und dass man in dieser kurzen Zeit sich so verändern kann, da haben damals alle applaudiert. Jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, Joschka Fischer habe nicht applaudiert. Aber die anderen, die CDU, die SPD, alle waren letztlich begeistert davon, was dieser russische Präsident da gesagt hat. Und man kann ja dann noch ein bisschen weiter zurückgehen. In den 90er Jahren, es gab eine Verständigung mit Russland. Ich will gar nicht so weit zurückgehen wie 1969, als Willy Brandt gesagt hat, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und es war ganz selbstverständlich, dass wir in Bonn mit Vertretern der russischen Botschaft und so weiter ganz selbstverständlich freundschaftlich kommunizierten. Das ist noch weiter zurück. Dazwischen lag aber dann 1990 und immerhin noch 2001. Und wie kann man in so kurzer Zeit die Meinung eines Volkes so von den Füßen auf den Kopf stellen? Hast du auch keine Lösung? Nee. Gut. Ja, bitteschön. Sie hatten am Anfang von Ihrem Vortrag erzählt, dass Sie in der Oberstufe ein Angebot machen am Gymnasium für Schüler, so wie ich es noch in Erinnerung habe, über Pazifismus und Friedens- und vielleicht auch diesen Ukraine-Krieg zu sprechen. Es hat mich sehr überrascht, dass überhaupt eine Schule auf Sie zugekommen ist in diesen Zeiten. Und mich würde jetzt interessieren, haben Sie das schon einmal gemacht? Wie war da die Reaktion der Schüler und Schülerinnen? Oder ist das jetzt so eine einmalige Aktion? Also das ist jetzt ein Pilotprojekt, wenn Sie so wollen. Ich meine, ich habe früher mit Oberstufenschülern an dem Thema schon gearbeitet, aber unter völlig anderen Vorzeichen, also nicht in Kriegszeiten. Deshalb bin ich selber gespannt. Worauf ich noch hinweisen will, wenn Sie selbst Friedensinitiativen angehören oder irgendwo in Schulen tätig sind oder Bezüge haben, ich bin durchaus bereit, solche Workshops auch anderswo zu machen. Das ist jetzt in Meisenheim ein evangelisches Gymnasium, das dort die Initiative ergriffen hat. Es gibt auch zwei andere Gymnasien, die sich da mittlerweile interessiert zeigen. Also wenn Sie selber in diesen Friedensinitiativen, denen Sie vielleicht angehören, einen Vortrag initiieren wollen, einen Workshop, ein Seminar oder irgendetwas anderes, was sozusagen der Meinungsbildung, der kritischen Meinungsbildung zuträglich sein könnte, dann bin ich da gerne ansprechbar. Ich mache die Vorträge, die Seminare, die Workshops honorarfrei, um das deutlich an der Stelle auch zu sagen, weil das für manche ein Problem ist, das nachher irgendwie zu finanzieren. Es geht nicht um Honorare, sondern es geht darum, dass ich gerne die Menschen bestärken möchte, die ja ihre kritische Haltung gegenüber dieser aktuellen Kriegstreiberei stärken wollen. Und da können Sie mich gerne ansprechen. Ich habe hier vorne so eine Seite kopiert. Da finden Sie so zwei Beispielangebote, die Sie gegebenenfalls in die Diskussion dann in Ihrer Kommune oder wo auch immer in ihrer Schule einbringen können. Ich bin jetzt in Offenburg, in Saarbrücken und sonst wo. Also es ist mir ein Anliegen, die Friedensbeseelten aus der Vergangenheit zu bestärken, darin, dass das nach wie vor bedeutsam ist, was in Sachen Friedenssicherung seinerzeit. Das hat Applaus verdient. Also Sie können gerne nachher nach vorne kommen, wenn wir abschließen, und dann können Sie sich diesen Zettel mitnehmen. Dann haben Sie Kontaktdaten und haben auch Ausschreibungstexte, mögliche Ausschreibungstexte und Formulierungsbeispiele für das Thema. Und dann können Sie überlegen, ob Sie damit was anfangen können. Also ich im Rahmen meiner Kräfte mache ich das gerne und unterstütze. Ja, guten Tag. Mein Name ist Britta Gedanitz. Vorhin in Ihrem Vortrag kam, in der Vorkriegszeit, also ich meine jetzt die neuere Vorkriegszeit, da war die Mehrheit ganz klar, da waren Pazifisten. Das hat sich jetzt geändert.
in den Umfragen. Und jetzt frage ich mal, sind diese Umfragen wirklich verlässlich? Also es gibt ja so ein paar Anhaltspunkte dafür, wenn man das so mal verfolgt hat, also ein paar Stimmen, die gesagt haben, oh, da sind aber plötzlich in Umfragen Stimmen verschwunden. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie es überprüfen können? Nein. Also ich denke, Meinungsumfragen, da sehen Sie ja auch, wenn Sie die so über einen gewissen Zeitraum hinweg verfolgen, sind auch immer hochgradig zufallsabhängig. Ne? Also da gibt es Konstellationen, die mal in die eine oder andere Richtung dann nachher Ergebnisse zutage fördern. Ich bin der Ansicht, dass wir mittlerweile durchaus optimistisch sein können, dass sich das Blatt langsam wieder wendet. Ich habe das vorhin schon angedeutet, diese Kriegsverdrossenheit macht sich langsam bei denjenigen, die potenziell nachdenklich und kritisch sind, wieder breit. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch antreibt, dass ich sage, wir müssen diese kriegskritischen, diese kriegsskeptischen, diese friedensoptimistischen Kräfte wiederbeleben. Die sind ja nicht einfach verschwunden. Also die Friedensbewegung ist nicht einfach weg, sondern sie ist stumm geworden. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle ansetzen. Und ich denke, diese Krise des aktuellen Bellizismus, die wird von Tag zu Tag deutlicher sichtbar. Also da bin ich optimistisch, dass langsam die Bankrotterklärung der Kriegstreiber naht. Ich hoffe nur, dass das nicht in den Dritten Weltkrieg nachher führt, dann ist sozusagen das Harakiri total. Aber generell habe ich den Eindruck, dass der Zeitgeist sich wieder langsam in die Gegenrichtung entwickelt. Martin Beck ist mein Name. Ich finde ja bei dem Kampf für den Frieden der Hinweis auf die Ursachen der Kriege sehr, sehr wichtig. Sie hatten im Vortrag die Interessen der Waffenindustrie genannt, also stark betont und einzelne Personen. Ich finde aber, dass da auch andere Strukturen sehr wesentlich beteiligt sind. Das war bei der einen Antwort jetzt schon mal gekommen, denn ich denke, wenn Russland weiter von Jelzin und seinen Leuten beherrscht worden wäre, dann hätte es keinen Krieg gegeben. Dann hätte Russland sich untergeordnet unter die internationale Finanz- und Wirtschaftshegemonie und dann hätten wir keinen Krieg gegen Russland. Und da, denke ich, ist diese machtpolitische Dimension, die Weltmachtherstellungswunsch, was ganz entscheidend ist. Ich weiß, dass man das schlecht irgendwie konkret machen kann, aber darauf hinweisen, denke ich, wäre schon wichtig. Also ich kann das nur unterstreichen, dass es natürlich um Weltmachterhaltung geht für die USA. Das ist ganz klar. Wenn Sie diesen eingangs meines Vortrags erwähnten Vortrag von George Friedman sich anschauen, dann sehen Sie, dass er darauf hingewiesen hat, dass das Zusammenwachsen von Deutschland und Russland den Amerikanern ein absoluter Dorn im Auge ist. Die Amerikaner haben schon seit 100 Jahren, so lässt sich auch in entsprechenden amerikanischen Dokumenten nachlesen, die Angst, dass sozusagen in Europa der Westen mit dem Osten sich verbünden kann. Deshalb waren sie ja auch immer im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg dabei, wenn es darum ging, Russland zu destabilisieren und zu attackieren. Auch im Ersten Weltkrieg ist ja Russland attackiert worden, nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Also sie haben eine Konstante in ihrer Politik, Russland zu schwächen und zu verhindern, dass Russland mit bedeutsamen europäischen Mächten wie Deutschland zusammenwächst. Und das hat Friedman dort auch sehr nüchtern und sehr zynisch angesprochen. Deutschland ist die Unbekannte in diesem ganzen Spiel der USA. Und sie werden aufpassen müssen, dass Deutschland sich nicht weiter an Russland annähert. Und mit diesem Krieg haben sie genau dieses Ziel erreicht. Deutschland ist geschwächt, ist von Russland abgekoppelt. Europa ist geschwächt, die amerikanische Industrie ist gestärkt. Die eigentlichen Profiteure dieses Kriegsgeschehens sind die Amerikaner. Das gilt nicht nur für die Fracking-Industrie oder die Rüstungsindustrie, sondern wenn Sie sich das
diese Inflation Reduction Act jetzt anschauen, die machen einen Protektionismus, der schlimmer ist als das, was man sich in China hätte jemals ausdenken können. Und es wird von uns also irgendwo geschluckt, geduldet, wie auch immer. Die deutsche Industrie wird zukünftig nur noch in Amerika absetzen können, wenn sie etwa 80% der Wertschöpfung in Amerika selbst sicherstellt. Auf diese Weise wird die europäische Industrie weiter geschwächt. Und letztlich ist das Dilemma im Augenblick, dass die Ukraine die Hauptopfer dieses Krieges trägt. Das würde ich gerne zugestehen, aber Europa und insbesondere Deutschland gleich danach kommen. Wenn Sie die Entwicklung unserer Ökonomie sich anschauen, dann kann Ihnen Angst und Bange werden, weil die großen Konzerne mittlerweile gezwungen sind, außer Landes zu gehen. Ich habe jetzt gerade Gespräche mit ZF gehabt, also das ist ja ein großer Konzern, der hier im Saarland jetzt auch um die 10.000 Stellen abbauen will, habe ich gerade gelesen, aber auch andernorts. Diese Konzerne sind aufgrund der Vorgaben, die aus Amerika gemacht werden, gezwungen, ihre Produktion Richtung USA zu verlagern. Und das finde ich also ein Verhalten, das sich unter Freunden eigentlich nicht gehört. Also insofern kann ich das nur zynisch kommentieren, wenn immer davon gesprochen wird, dass das eine Politik unter Freunden ist. Die Amerikaner sind alles andere als unsere Freunde. Wenn Deutschland eigene Interessen vertritt und nicht die Vasallenrolle weiterhin spielt, dann wird es sehr schnell auch unangenehm mit den Amerikanern. Sie haben uns gezwungen, alle wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Iran zu kappen. Sie haben uns gezwungen, jetzt die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland zu kappen. Es ist eigentlich idiotisch, wenn man sieht, welche Vorteile das für Deutschland gehabt hätte. Und dass unsere Politik dieses Spiel mitmacht, ohne das öffentlich auch zu brandmarken, das finde ich eigentlich kriminell. Das kann ich auch nicht verstehen, weil wir sind in hohem Maße letztlich die Opfer. Und das wird sich in den nächsten Jahren erst zeigen. Machen wir uns nichts vor. Ich hatte immer gedacht, die Sanktionen seien von uns entschieden worden. Ja, von uns. Das Problem ist halt, dass in der Regel die europäischen Nationen, was für mich völlig unverständlich ist, in devoter Haltung sich dem anschließen, was die Amerikaner vorgeben. Deutschland hatte kein Interesse daran, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran zu kappen. Auch das Atomabkommen wollten die nicht kündigen. Das haben die Amerikaner gemacht. Also im Prinzip ist das ein Störmanöver der USA gewesen, das hochgradig auch zu Lasten der europäischen, insbesondere auch der deutschen Industrie gegangen ist. In noch viel größerem Maße gilt das jetzt in Sachen Russland. Also die russischen Rohstoffe mit deutscher Technologie zusammenzubringen und auf diese Weise ein gedeihliches Miteinander zu garantieren, das ist das Vernünftigste überhaupt gewesen. Russland hat nach meiner festen Überzeugung überhaupt nie ein Interesse daran gehabt, mit Deutschland oder mit den NATO-Staaten einen Krieg zu beginnen. Der Krieg ist auch nicht gegen Westeuropa gerichtet und auch nicht gegen die Ukraine gerichtet, er ist gegen die USA gerichtet, nur wird es bei uns nicht offen kommuniziert. Die eigentlichen Gefährder, die eigentlichen Bedrohungsinstanzen sind die USA für die Russen. Und insofern, ich habe hier zu der These 1, die ich Ihnen ja da in dem Handout beigegeben habe, Putin will erst die Ukraine einnehmen und dann andere NATO-Staaten attackieren. Das ist ja etwas, was dauernd bei uns also propagiert wird. Also dieses Bedrohungsszenario wird massiv da in Szene gesetzt. Ich habe zu dieser These selber, und das würde ich vielleicht auch an dieser Stelle dann einfach mal einbringen, ein Statement von meiner Seite geschrieben. Das lautet, Putins Angriff auf die Ukraine zielt nach meinem Kenntnisstand weder auf die Auslöschung der Ukraine noch gar auf das militärische Attackieren etablierter NATO-Staaten, sondern richtet sich primär gegen die selbstherrliche und bedrohliche Art, mit der die USA ihre militärischen Einflusszonen, in Klammern Angriffszonen, an der Peripherie zu Russland erweitern, provokante Großmanöver abhalten, Waffen liefern, Militär- und Politikberatung betreiben, Regimewechsel unterstützen bzw. initiieren, in Klammern Maidan, glauben Sie nicht, dass das alles von irgendeiner Befreiungsbewegung in der Ukraine gekommen ist, und eigene Militärstützpunkte und Spionagebasen errichten.
Also so gesehen, es ist nach meiner Ansicht sehr schnell eine Entkrampfung dieses Verhältnisses zu erreichen, wenn die Ukraine nicht in die NATO geht. Das ist ja auch von Putin immer wieder deutlich gemacht worden. Wenn man über den Autonomiestatus der Ostukraine und der Krim redet, warum soll man das nicht machen? In Tirol geht es auch und im Baskenland und in Nordirland und so weiter. Und ja, dann wäre der Krieg wahrscheinlich ganz schnell zu Ende, wenn man hier gewisse Zugeständnisse macht. Und es müsste sichergestellt sein, dass unter internationaler Aufsicht keine Militärstützpunkte der USA in der Ukraine aufgebaut werden dürfen. Also NATO-Mitgliedschaft weg, diese militärische Stützpunkte unterbinden und eben über den Autonomiestatus reden. Und ich bin zuversichtlich, dass man dann sehr schnell eine Verhandlungsplattform hätte. Letztlich ist im März 2022 genau das schon auf der Tagesordnung gewesen. Wenn Sie sich das Istanbuler Kommuniqué anschauen, dann war das ja damals der Konsens, der auch von Zelensky damals unterzeichnet wurde, der aber dann wieder aufgehoben wurde, nachdem England und die USA intervenierten, so nach dem Motto, wir sind noch nicht bereit zum Frieden. Die Formulierung muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen. Wir sind noch nicht bereit zum Frieden. Nicht Putin hat damals die Friedensverhandlung torpediert, sondern der Westen, auch nicht die Ukraine zunächst, sondern die USA und England. Und das finde ich mittlerweile dann doch heuchlerisch, wenn man so tut, als wäre Putin der ständige Spielverderber gewesen, wenn es um Verhandlungen und um Waffenstillstandsbeschlüsse ginge. Also so gesehen bin ich der festen Überzeugung, dass sich der Frieden sehr schnell herstellen ließe, wenn ein bisschen Flexibilität auch auf westlicher Seite da wäre. Es geht um Interessen und ich bin weit davon entfernt, Putin einen Freibrief auszustellen. Aber man muss anfangen zu verhandeln, damit man sieht, wo sozusagen die Spielräume der anderen Seite jeweils sind. Und es ist keinesfalls so, dass Russland diesen ganzen Krieg nicht zu spüren bekäme. Also das geht zulasten der russischen Bevölkerung. Und das Schlimme ist ja, dass all diejenigen, die bei uns von Baerbock bis sonst wohin darauf pochen, dass doch die russische Bevölkerung da vor Putin geschützt werden müsse, die sollten sich mal klar machen, dass durch diesen Druck auf Russland letztlich der politische Druck im Lande selbst, im Inneren, immens gesteigert wird. Wenn Sie sehen, dass jetzt 40% der russischen Staatsausgaben für Rüstung draufgehen, dann bleibt das natürlich nicht ohne Wirkung für die Bevölkerung insgesamt. Also letztlich sind wir mit dieser ganzen Kriegstreiberei beteiligt an dieser Verschlechterung der Lebenssituation der Menschen in Russland. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Russland im Zweiten Weltkrieg die Deutschen unterstützt hätte. Ich habe immer gedacht, das wäre nur am Ende gewesen, ja, und nicht die ganze Zeit. Also da fehlt mir was, können Sie mich da aufklären? Nein, also ich weiß nicht, es ging ja vorhin um die USA, dass die USA zunächst einmal Deutschland unterstützt haben, Hitler unterstützt haben bis 1941 etwa, solange es gegen Russland ging. Und in dem Augenblick, wo nachher der Pakt abgeschlossen wurde, da hat sich das ganze Blatt gewendet. Also so gesehen ist es ein bisschen heuchlerisch, wenn immer so getan wird, als ginge es nur um Menschenrechte, es ging um Machtpolitik, es ging um ganz nüchterne ökonomische Interessen und um die Absicht, Russland zu schwächen, mit Hilfe der Deutschen. Und das war auch schon im Ersten Weltkrieg der Fall, eine Zeit lang, solange die Deutschen gegen Russland vorgingen. Sie sind ja bis in die Ukraine vorgedrungen im Ersten Weltkrieg. Solange waren die Amerikaner zurückhaltend. Sie sind erst in den Ersten Weltkrieg eingestiegen, als sich Deutschland mit Russland einig zu werden versprach. Und da sind sie dann in den Krieg eingetreten und haben das Blatt gewendet. Ich heiße Jens. Und zur Frage, warum der Krieg ist, natürlich die Waffen, Lobby, aber auch die Energie. Ne? Der Mensch braucht nicht nur Essen-Energie, sondern inzwischen viel Energie, sauberes Wasser nebenbei. Ja, es könnte da und dort knapp werden und dann kommt es eben zu Reibereien, zum Krieg. Danke.
Ich denke, wenn es wirklich um existenzielle Bedürfnisse ginge, könnte ich das ja noch nachvollziehen. Aber es geht um sehr abstrakte ökonomische Interessen, die Amerika vertritt. Also sie haben ökonomische Interessen, sie haben technologische Interessen, sie haben Machtinteressen auch international. Und wenn Sie jetzt in den Nahen Osten schauen, was glauben Sie, warum Israel so massiv unterstützt wird, um auf diese Weise auch Saudi-Arabien und andere Länder zur Raison zu bringen und auch ja, Ängste in den übrigen Ländern im Nahen Osten auszulösen. Also es geht schon darum, strategische Stützpunkte zu sichern und auszubauen, um auf diese Weise die eigenen ökonomischen Interessen, das sind Absatzinteressen, das sind Produktionsinteressen, das sind Rohstoffinteressen, um diese Interessen auch weiterhin wirksam umsetzen zu können. Die Amerikaner haben nach meiner Ansicht große Angst davor, dass sich eine Gegenmacht bildet, die den Vorrang des Dollars in Frage stellt. Also das ist im Augenblick so, das, was auch im Blick auf die BRICS-Staaten, die ja immer mehr werden, so die große Angst der Amerikaner, dass sich auf diese Weise etwas verändern könnte. Deshalb halte ich eine Menge von Donanis Forderung, dass sich Europa endlich auf die eigenen Interessen mal besinnen sollte. Denn die europäischen Interessen sind andere als die amerikanischen Interessen. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit auch von Amerika hier in Europa bekommen. Das Dilemma ist nur, dass durch die Osterweiterung Europa mittlerweile so heterogen geworden ist, so ja, unfähig, irgendeine Einigung noch hinzubringen, dass damit letztlich Europa neutralisiert wurde. Also Europa als Gegenmacht, als weltpolitische Gegenmacht ist in hohem Maße gestört worden oder auch beeinträchtigt worden durch diese NATO-Osterweiterung. Also das kann man auch überlegen, ob dahinter ein gewisser Plan steht. Also die NATO-Osterweiterung ist in erster Linie bekanntermaßen von den USA forciert worden. Bukarest 2008, es waren die USA, die Georgien und die Ukraine unbedingt in der NATO haben wollten. Warum wohl? Ne? Muss man nicht lange spekulieren. Und so gesehen sind Sie da mit Sicherheit keine Unschuldslämmer. Thomas Althoff, ich hatte lange Zeit heute den Eindruck, Kriege finden deshalb statt, weil ich oder andere Leute, so Leute wie Sie hier sitzen heute, weil wir zu wenig Kapazität haben, friedlich zu kommunizieren. Und wenn wir lernen, friedlich miteinander umzugehen, dann ist das schon mal gut. Ich glaube nicht, dass Kriege stattfinden, weil ich zu wenig friedlich bin oder ich und andere zu wenig friedlich kommunizieren, sondern Kriege finden statt, weil Leute ein Interesse daran haben, diese Kriege zu führen und weil sie die Macht haben, diese Interessen durchzusetzen, speziell auch ihre Propaganda. Deshalb ist meine Frage, sollten wir nicht auch lernen, wirklich systematisch, methodisch lernen, Propaganda als solche zu durchschauen und auch offensiv und kritisch, und ich weiß nicht, ob das immer friedlich sein kann, diese Propaganda dann gut organisiert öffentlich zu widerlegen. Einfach diese Propaganda zu enttarnen und auch die Leute zu demaskieren, die diese Propaganda verbreiten. Das würde auch so eine Frage beantworten wie die von Herrn Müller. Sie haben vorhin gefragt, Sie verstehen nicht, wie der Stimmungswandel in Deutschland in 20 Jahren möglich war. Dieser Stimmungswandel mehr in Richtung Kriegsbegeisterung. Ich kann die Frage deshalb nicht verstehen, weil es ist schon mal ein deutsches Kulturvolk innerhalb von ein paar Jahren dressiert worden in Richtung Heil Hitler. Und damals gab es keine Handys, kein Internet, kein Fernsehen. Es gab eine Menge Propagandamittel nicht, die es heute gibt. Und trotzdem war es damals möglich. Also ist es natürlich heute wieder möglich, wo viel mehr Möglichkeiten bestehen, die Leute zu manipulieren. Deshalb, ich wiederhole nochmal die Frage, müssen wir nicht viel stärker lernen, diese Manipulationsmethoden zu erkennen und auseinanderzunehmen, öffentlich und gemeinsam? Ich kann dem nur zustimmen. Also wenn Sie meine Maximen dort sich angucken, dann geht das genau in diese Richtung.
glaube wenig, hinterfrage alles. Da geht es genau darum, diese Propaganda auch ein Stück weit zu dechiffrieren, also Gegeninformationen einzubringen. Der zweite Punkt, verschaffe dir breite Informationen, heißt, dass wir uns nicht einfach von der Propaganda leiten lassen, sondern versuchen auch Gegeninformationen zu eruieren. Ich hatte auf die Nachdenkseiten als eine mögliche Plattform hingewiesen. Das ist wichtig. Suche und nutze politische Diskurse und Kontroversen. Letztlich muss ja diese Ideologiekritik in den Köpfen der Menschen erstmal wachsen. Und dazu braucht es Aktivitäten. Also in dem Augenblick, wo ich mit einem anderen eine bestimmte Position diskutiere und gegen Fakten da auch einbringe, wird sich ein gewisser Reifeprozess in der eigenen kognitiven Ausstattung ergeben. Also insofern ist das mein Anliegen, dass Propaganda hinterfragt wird, dass eine gewisse Emanzipation von dieser Propaganda stattfindet, auch eine gewisse Mündigkeit, politische Mündigkeit, Souveränität, Urteilsfähigkeit erreicht wird. Das ist mein großes Anliegen. Dass wir damit sozusagen die Machtstrukturen international nicht aushebeln können, ist völlig klar. Aber die Frage ist, welche Wege haben wir denn, um etwas zu verändern? Die großen Hinterzimmerstrategen, die werden wir oftmals gar nicht kennen und da werden wir auch keinen großen Einfluss nehmen können. Aber wir können dazu beitragen, dass öffentlicher Druck entsteht, dass Gegenmächte sozusagen in kleinen Schritten heranwachsen, die bei Wahlen oder bei Demonstrationen auch ihre Stimme erheben und der Politik andeuten, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Und das ist für mich der Hebel, den wir am ehesten selber bedienen können. Denn ich kann nicht den CIA ändern, ich kann nicht die Koch-Brüder mit ihren Hinterzimmerstrategen dort, mit ihren Thinktanks verändern. Ich kann nur versuchen, politischen Druck mit aufzubauen, damit unsere Weichensteller auf der politischen Bühne gezwungen sind, über Alternativen nachzudenken. Nichts ist alternativlos, Kriege schon gar nicht. Und diese Alternativen müssen gesucht werden von der Politik. Und sie werden so lange nicht gesucht, solange wir schweigen und uns ruhig verhalten und alles dulden, was da so im Einzelnen mit uns gemacht wird. Also zum einen wollte ich mal fragen, ob die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinte Kriegsgegner, DFGVK, eventuell nicht mehr gibt. Nämlich die waren mit uns zusammen in den 80er Jahren sehr intensiv daran beteiligt, Sitzblockadeaktionen und so weiter hier im Raum Rheinland-Pfalz zu organisieren, wo andere dann bei PC-Demonstrationen gestanden haben und sich die Händchen gehalten haben, haben wir nachher die Gerichtsverfahren am Hals gehabt, weil wir auch keine Raketen haben wollten in Deutschland in den 80er Jahren. Gibt es die DFGVK noch oder kennt die keiner mehr heute? Das wäre die Organisation, an die ich mich wenden würde, wenn ich aktiv für Frieden tätig werden wollte, um mit anderen Gleichgesinnten zu diskutieren jedenfalls. Es sind viele Begriffe heute hier erwähnt worden, die ich mir notiert habe und Daten genannt worden, die ich zu Hause nachschauen muss. Aber wenn ich immer nur höre Kriegstreiberei, muss ich ganz ehrlich bekennen, ich bemerke die Kriegstreiberei nicht. Ich merke gewissen Stimmungswechsel, aber von Kriegstreiberei habe ich bisher nichts wahrgenommen. Ich weiß, dass ein Franz Alt, ähnlich möglicherweise wie der Herr Habeck, ihre Meinung im Vergleich zu den 80er Jahren geändert haben. Wenn der Habeck sagt, er würde heute nicht mehr den Kriegsdienst verweigern, weil er die Lage anders betrachtet als in den 80er Jahren, muss ich gestehen, diese Auffassung teile ich. Also, wenn hier immer so getan wird, als sei Russland das unschuldige Opfer von irgendwelchen Kriegstreibern, tut es mir leid. Ich vergleiche den Angriff Russlands auf die Ukraine mit dem, was Israel mit Palästina macht, bin ich ganz ehrlich. Das ist für mich ein und dasselbe. Und wenn die Deutschen auf der einen Seite Waffen nach Israel liefern, finde ich das total schändlich. Wenn die Ukraine aber als angegriffenes Land unterstützt wird, finde ich persönlich das für sehr notwendig, obwohl ich damals eine völlig andere Meinung gehabt habe in den 80er Jahren. Also in dieser Runde keinen Beifall kriege, deswegen wollte ich eigentlich meinen Mund auch halten. Eigentlich wollte ich auch gar nicht herkommen. Aber
Wenn sich immer nur die Leute treffen, die einer Meinung sind, dann führt das zu gar nichts. Das ist meine Meinung. Dagegen, ich bin für Kontroversen, also deshalb rennen Sie bei mir offene Türen ein. Der Punkt ist, ich habe Kriegsdienst verweigert und ich würde es heute erst recht tun. Also das wäre sozusagen meine Haltung. Und wenn ich von Kriegstreibern rede, dann meine ich nicht nur den Westen. Warum interpretieren Sie das so? Es gibt Kriegstreiberei im Augenblick auf beiden Seiten. Also die Palästinenser haben Kriegstreiberei betrieben und Putin betreibt sie, aber der Westen auch. Es wird immer so getan, als wenn nur die anderen die Kriegstreiber seien. Es ist eine beiderseitige Sache. Es hat noch nie einen Krieg gegeben, der nur einen Verursacher hatte. Das finde ich wichtig, dass wir das endlich mal kapieren, sondern es gibt immer mindestens zwei Verursacher eines jeden Krieges. Ansonsten wird ein Konflikt deeskaliert und zwar rechtzeitig. Deshalb bin ich der Ansicht, man muss immer genau schauen, wer provoziert, in welcher Form. Ich kann auch gewaltfrei provozieren. Die USA sind ein Meister in diesem manipulativen Spiel der gewaltfreien Provokation und der Vereinnahmung von anderen Regimen für ihre persönlichen Zwecke. Und es gibt leider dann die Deppen wie Putin, die darauf hereinfallen und sich provozieren lassen. Und so gesehen bin ich der Ansicht, dass wir uns davor hüten sollten, sozusagen immer einseitig die Schuld bei den vermeintlichen Schurkenstaaten zu sehen. Das halte ich für ganz gefährlich, weil Friedenssicherung bedeutet, dass wir die Motive, die Ängste, die Bedrohungsvorstellungen der anderen Seite auch zur Kenntnis nehmen und versuchen, damit konstruktiv umzugehen. Das geschieht bisher gar nicht. Es werden die Bedrohungsvorstellungen Russlands weder analysiert in unseren Medien noch ernst genommen und in der Bevölkerung kommuniziert. Es ist ein Russland-Bashing, das mich einfach ärgert, weil ich denke, das ist kein Weg, um zum Frieden zu kommen. So, bitteschön. Ich würde darauf noch mal kurz eingehen, weil in den 80er Jahren wusste man ja auch noch, dass mit den derzeit verfügbaren Waffen einfach kein Krieg unter den Hauptmächten möglich ist. Und in dem Moment, wo ein Staat, der zu den Hauptmächten gehört, nämlich die USA, sagt, wir sind der Hegemon, also wir sind sozusagen die einzige Führer auf dieser ganzen Welt, und alle Abrüstungsabkommen nach und nach aufkündigen, dann kann man zumindest mal drüber nachdenken, ob sich Russland bedroht fühlen kann. Und dann würde ich tatsächlich die Frage eigentlich noch mal interessant finden, die vorhin schon gestellt wurde, aber wie konkret und zu welchem Zeitpunkt Russland denn eine Möglichkeit gehabt hätte, dieses Kuba, also das ist ja wie die Kuba-Krise, dieses Kuba-Szenario zu verhindern. So, das jetzt nur dazu. Und meine eigentlichen Fragen waren, man hört immer wieder, man soll verhandeln und so. Die Frage ist, könnte man diesen Krieg denn beenden? Und ich glaube, für Verhandlungen, also ich sehe gar keine richtige Möglichkeit, Verhandlungen aufzunehmen, weil das Vertrauen ja komplett zerstört ist. Also da gibt es unsere ehemalige Kanzlerin, die gesagt hat, hier, wir haben diese Minsker Verträge nur abgeschlossen, um zu täuschen. Dann gibt es diverse andere Zusagen bei der Wiedervereinigung gegenüber Russland. Also ich wüsste nicht, wo jetzt irgendwie Vertrauen herkommen sollte, um überhaupt Verhandlungen aufnehmen zu können. Und deswegen geht eigentlich nur eine Zahlungseinstellung aus meiner Sicht. Und da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Dieser ganze Krieg wird nur fortgesetzt, indem zum Beispiel Europa und Deutschland dort das Geld hinschickt und dann halt natürlich in Folge auch die Waffen bezahlt. Und die zweite Frage, die ich stellen wollte, wie Sie das sehen, ob der, inwieweit zu diesen Kriegen überhaupt dieser ganze aufgeblähte Derivatemarkt mit beiträgt und die fehlenden Anlagemöglichkeiten. Also ob vielleicht sich aus diesen Tendenzen her Kriege fast als eine Art Notwendigkeit ergeben. Mit ein bisschen gutem Willen und mit einer gewissen Flexibilität und Seriosität und mit einer entsprechenden Verhandlungsführung könnte man diese Kriege sehr schnell auch beenden. Also das gilt sowohl für den Palästina,
Israel-Konflikt als auch für den Ukraine-Russland-Konflikt. Nur es braucht dann Flexibilität auf beiden Seiten. Und bisher wird von Putin betont, er will bestimmte Bedingungen gesichert wissen, bevor er verhandelt. Das wird bei uns sehr breit ausgetreten, so nach dem Motto, Putin weigert sich, ohne dass man jemals angefangen hat, mit ihm zu verhandeln. Es wird also von daher gebombt, ohne dass die Chance oder die Möglichkeit des Verhandelns vorher genutzt wurde. Als Pazifist sage ich, Kriege müssen vermieden werden, bevor sie entstehen können. Das ist das oberste Gebot. Und deshalb heißt es Verhandeln, bevor geschossen wird. Das ist leider nicht geschehen. Wenn jetzt ein Krieg läuft, kann ich nur sagen, so schnell wie möglich beenden. Denn je länger ein Krieg dauert, der Erste Weltkrieg hat das deutlich gemacht, desto schwieriger wird es, ihn zu beenden. Weil jede Seite so viel investiert hat, so viele Opfer zu beklagen hat, dass sie sich scheut, der eigenen Bevölkerung jetzt einen Frieden anzubieten. Also insofern ist oft die Gefahr, dass dann nachher ein Stellungskrieg auf Dauer dann auch zementiert wird. Deshalb kann ich nur sagen, es muss Flexibilität von vornherein auf beiden Seiten da sein. Wenn beide Seiten sagen, wir wollen den Siegfrieden, dann ist das idiotisch. Allein, dass der Begriff mittlerweile wieder eine neue Kultur bekommen hat, finde ich erschreckend. Siegfrieden, als hätte es jemals durch den Sieg, wie eingangs gesagt, einen dauerhaften und stabilen Frieden gegeben. Deshalb bin ich der Ansicht, man muss anfangen zu verhandeln. Ich bin der festen Überzeugung, nach dem, was Putin in den letzten und auch die Hamas und die Hezbollah zu erkennen gegeben haben, die wollen und brauchen auch einen Frieden so bald wie möglich, weil sie ein langfristiges Kriegsgeschehen gar nicht ihrer Bevölkerung verkaufen können. Also so gesehen, eine potenzielle Bereitschaft zu einem Friedensschluss ist sicherlich da. Nur man muss anfangen zu verhandeln. Und das ist das, was mich umtreibt, dass also einfach diese Möglichkeiten der Diplomatie derart fahrlässig vernachlässigt werden, wie das derzeit geschieht. Guterres hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Es wird auf keiner Ebene ernsthaft oder erkennbar einen Verhandlungsfrieden angebahnt oder gesucht. Und deshalb bin ich der Ansicht, es wird keinen Frieden geben ohne Verhandlungen. Und je früher wir mit diesen Verhandlungen beginnen und die Spielräume und Möglichkeiten ausloten, desto besser ist es für die Menschen in den betroffenen Ländern. Wir hätten, wenn bereits im März 2022 verhandelt worden wäre in Istanbul, dann hätten wir 500.000 und mehr Tote nicht gehabt. Wir hätten 1 Billion Sachschäden in der Ukraine nicht gehabt, so die Weltbank mittlerweile. Das muss ja alles wieder aufgebaut werden. Es ist ein Irrsinn, dass man nicht früher verhandelt hat. Und man hätte diesen Krieg vorher abwenden können, bevor er überhaupt zustande kam. Das habe ich schon angedeutet. In den Nullerjahren gab es verschiedene Möglichkeiten, auch noch kurz vorher im Dezember 2021 gab es ein Fenster für Verhandlungen, das Putin angeboten hatte, das aber von westlicher Seite ausgeschlagen wurde. Insofern halte ich es für eine Heuchelei, wenn immer so getan wird, als wäre die Verweigerung immer nur von Russland oder von Putin ausgegangen oder von der Hamas ausgegangen. Es müssen beide Seiten sich bewegen, sonst gibt es keinen Frieden. Was ich festgestellt habe, viele, die sich früher als Pazifisten gezeigt haben, die gucken heute im Internet, was die Ukrainer, wie die Erfolge erzielen und geilen sich richtig gegend daran auf. Ja, also nichts mit denen in den Krieg, dann können sie sich alle gegenseitig umbringen, dagegen habe ich nichts. Aber was ich sehe, was mich stört, ist, dass nämlich dieses unsägliche Leid dieser Menschen, die ihre Arme, die ihre Beine verlieren, ja, die Verbrennungen haben, überhaupt nicht in den Fokus rücken, ja, sondern sozusagen als Kollateralschaden, den man halt hinnehmen muss, ja, das überhaupt nicht berücksichtigt wird. Eine Frage, was ich noch habe, liegt daran, ist das, was mich interessiert. Früher bei den vorhergehenden Kriegen konnte ja eigentlich, wenn man jetzt gegen Russland gekämpft hat, sich kein Russe in Deutschland auf der Straße zeigen, sonst hätte man ihn gelünscht. Heute ist es für mich ein Phänomen, dass sich auch die Kriegsgegner im eigenen Land frei bewegen können und nur in Ausnahmefällen angegriffen werden. Also hier hat sich ja irgendwas bei den Menschen geändert. Also der Krieg wird nicht mehr auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe projiziert, sondern eigentlich mehr auf ein Machtgefüge. Haben Sie da eine Antwort dazu?
Ich sehe das nicht so. Ich habe den Eindruck, dass schon derjenige, der sich als der über die russische Politik sich Verständnis suchend auslässt, dass der sehr schnell auch gesteinigt wird. Also so gesehen, diese Toleranz, diese Offenheit im öffentlichen Diskurs erlebe ich bislang nicht. Und diejenigen, die hier leben und genügend Kapital haben, die können sich sozusagen durch ihr Kapital in Baden-Baden oder sonst wo gut in Szene setzen und werden dann auch gerne geduldet. Aber also das wäre jetzt eine reine Spekulation. Müssten wir mal nach Baden-Baden gehen, dann würden wir wahrscheinlich merken, dass das nicht stimmt, was Sie sagen. Ja. Aber ich will, das ist eine Detailfrage. Ich würde nicht raten dazu, nun darüber lange zu diskutieren. Ich denke auch. Also was ich zum Schluss gerne noch mal so in den Blick bringen möchte, wenn Sie den Münkler lesen, der von der multipolaren Welt redet und das auch gut belegt, dann frage ich mich, warum man nicht endlich mal akzeptieren kann, dass es mehrere Machtblöcke in dieser Welt geben kann und darf. Unser Grundübel ist, dass die Amerikaner mit allen Mitteln versuchen, Weltmacht Nummer eins, also dominante Weltmacht zu bleiben. Und das ist das Grundübel. Es wird sicherlich mittelfristig mehrere größere Blöcke geben, ob das jetzt die BRICS-Staaten sind, ob die sich so formieren, das weiß man nicht so genau. Aber es wird eine multipolare Welt geben und wir müssen lernen, mit dieser Multipolarität umzugehen. Wir reden in Deutschland von Diversity. Es wird davon gesprochen, dass wir unterschiedlichste Ausrichtungen, unterschiedlichste Neigungen, unterschiedlichste Menschen tolerieren sollten. Warum können wir nicht endlich mal auf der internationalen Ebene diese Vielfalt auch akzeptieren? Ich bin in Asien gewesen, in Südkorea, der Zeit kurz nach der Diktatur, und ich habe gemerkt, die Asiaten ticken völlig anders. Sie haben eine andere Kultur, sie haben eine andere Mentalität, sie haben ein anderes Verhältnis zur Autorität und zu bestimmten hierarchischen Strukturen. Warum will ich denen das neoliberale amerikanische Modell aufdrücken? Also ich halte das für eine Hybris, die ich einfach unerhört finde. Wir müssen auch lernen, anderen Ländern sozusagen ihre eigenständige Entwicklung zuzugestehen. Was? Okay. Damit sind wir am Ende unserer Veranstaltung. Herzlichen Dank, lieber Heinz Klippert, Und Ihnen vielen Dank fürs Kommen und für die Diskussionsbeiträge und Fragen. Ich habe nur noch eine Bitte und eine Frage. Erstens die Frage, sollen wir weitermachen mit den Bleisweiler Gesprächen? Ja, okay, gut. Dürfen Sie auch per E-Mail Ihre Vorschläge schicken zu den Impulsgebern, die wir haben. Und die Anmerkung oder die Bitte ist einfach noch die, es war jetzt viel die Rede von den Nachkriegszeiten, wir machen keine Werbung, aber wir sind darauf angewiesen, dass diejenigen, die etwas von diesem Medium haben, die das als Informationsmedium schätzen, dass die das weitersagen. Das ist meine Bitte zum Schluss, dass Sie einfach ein Stück Werbung für die Nachkriegszeiten machen. Wir brauchen die Verstärkung der Zahl der Leserinnen und Leser. Ansonsten ist dieses Medium sehr gesund und munter. Ich hoffe, soweit Sie Leser sind oder Leserin sind, dass Sie das ähnlich empfinden. Dann Heinz Klippert wollte noch etwas. Ich hatte vorhin in Aussicht gestellt, dass ich diese Übersicht über Angebote, potenzielle Angebote für Friedensinitiativen Ihnen noch aushändige, wenn Sie das mögen. Ich lege es hier vorne hin, Sie können sich einfach ein Blatt mitnehmen und dann haben Sie entsprechende Eckdaten. Dann auf Wiedersehen und kommen Sie gut nach Hause.